so. Sagst du auch was, oder? Achso, ja, herzlich willkommen bei der Silver Assi. Wir fahren heute ZD Racing, ich glaube das Ding heißt Z06. Ken Block und so weiter gibt es auch von Amevi, heißt dann auch Z06. Wen wundert das eigentlich? Naja, ich hatte es im Unboxing angedeutet, dass es den wahrscheinlich bald auch von einem anderen Hersteller geben wird. Und wir fahren jetzt einfach mal. Los! War das geplant? Nein. Was da so klappert? Das ist, wenn der vorne runter geht beim Bremsen, das ist die Karo, die aufsetzt. Alter. Was schätzt du, wie schnell ist der? 80. 80? 70, 80. Oh, oh. Schatz, wir testen nicht rückwärts. Auf jeden Fall dreht das. Komm, das sah fast so aus, als ob es gewollt war. Ja. Na dann. Das Schöne ist, wir brauchen jetzt ja nicht mehr immer die Karo abnehmen zum Ablesen. Wir haben geschafft. Und wir stehen schon wieder falsch rum. Wir stehen schon wieder falsch rum. Das ist dein Job. 74 km/h. Wir sind 234 Meter gefahren. Oh. Ja. Kann man mal machen, ne? Ja, nicht schlecht. So, womit geht's weiter? 6S. 6S und los. Und zwar zweimal. Da ganz wichtig, wir probieren die originalen Akkus, die dabei waren. Und am Ladegerät habe ich schon gesehen, dass die jetzt ungefähr so gut sind wie mein Handy-Akku. Also nicht mehr so gut. Deswegen habe ich auch noch andere dabei und dann testen wir sie alle mal. Und dann mal gucken, was dabei rauskommt. Bis gleich. Ja, ich muss ja noch... Nick spielt noch mit dem Handy, es tut uns leid. Ich musste die App noch programmieren. Grüße an Benny. Der vergisst das nämlich auch immer, die App einzuschalten, beziehungsweise den Logger einzuschalten. Man hat sich jetzt schön im Bild gesehen. Ja, das macht man. Okay, da ist ein bisschen mehr Feuer jetzt drin. Fahren wir auf die andere Seite. Hier ist ja ein langgezogener Parkplatz. Komm mal wieder her mit dem Auto. So, und jetzt machen wir einen Break und lassen den Wagen vorbei. Okay, statt zum Speedrun, dann einfach da stehen bleiben, wo sie ankommen, anstatt weiterzufahren. Obwohl wir schon am Straßenrand stehen und darauf warten, dass der vorbeifährt. Wie? Ist er jetzt aus? Fahr nicht gegen den großen LKW. Bitter. So, das war jetzt mit den originalen Lipos. Wie man schon sehen kann, magst du mal hier einmal drauf gehen, haben wir hier schon mit den Rädern den Lack weggeschliffen. Das liegt teilweise an mir, hinten ist das auch hier. Das liegt teilweise an mir, weil ich die Karo vorne eins tiefer gesetzt habe. Damit er vorne schöner aufsetzt. Ja, damit das einfach schöner aussieht, dieses Auto. Aber naja, man sieht ja das Ergebnis. Ich zeige euch jetzt einmal die Lipos, die ich da verwendet habe. Und dann, ach so, Geschwindigkeitsergebnis könnten wir auch mal zeigen. Och, ich mach das mal. So, also wie war das? Wir müssen jetzt auf Stopp gehen und dann blinkt da so ein schöner Punkt. Lesen. 104. 104. Der wird mit 110 km/h angegeben. Finde ich persönlich im Bereich der Toleranz. Zeig's mal einmal die Akkus.
Achso, du hast einen so rum drin. Ja, aber das reicht ja, dass man das auf der Seite sieht, denke ich mal. Das ist jetzt das erste Mal, dass die wirklich Belastung bekommen haben. Ja, nett. Und hier vorne habe ich übrigens den Scarcy positioniert, hinten am Akku festgeklemmt. Das geht recht gut. Solange wie ich den links noch nicht habe, ist das auf jeden Fall eine praktikable Lösung. Wir bauen jetzt mal die Gens Ace Akkus ein. Und dann gucken wir mal, ob wir die 104 noch toppen können. Da gehe ich stark von aus. Willkommen zurück bei das hier war sie. 6800 mA 3S, also zwei davon, also 6S Akkus. Und dann gucken wir mal. Ich finde es aber beeindruckend, dass diese originalen Lipos tatsächlich 104 geschafft haben. Und dass der Wagen das überhaupt geschafft hat. Kann es sein, dass es nicht leicht ist, gerade auszufahren, oder ist es durch den Wind? Wind, Grip. Da kommt ein Auto, glaube ich. Ja. Und ein LKW daher. So, gut, dann komm mal her hier. Jetzt ein Auto und ein LKW, die lassen wir mal vorbeifahren. Und da. Wie geil. Das war der LKW. Das hat man gehört. Ja. Also ich glaube nicht, dass der Benz so eine Hupe gehabt hat. So, ja. Gut. Und dann gucken wir mal, was er geschafft hat. Wir müssen wieder. Wir stehen schon wieder. Wir kriegen es heute nicht mehr hin. Running Gag. 110 km/h. Das genau, war mein Ohr. Genau das, was er bringen sollte. Was auf der Packung steht. 6 km/h mehr durch die Akkus. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Müssen mal gucken, dass wir da vielleicht mal einen anderen Regler einbauen. Der soll jetzt nicht so geil sein. Der LKW-Fahrer mit seiner Scheißhupe geht mir voll auf den Sack. Ne? Ich frage mich, warum der das die ganze Zeit macht. Weil das kann. Ja, gut. Nächster Plan. Anderen Regler rein. Der ist nicht so ganz resolut. Der soll nicht so gut funktionieren. Da kommt ein Max 6 rein und dann lassen wir den mal richtig, richtig böse fliegen. Wir danken fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Das Silver AC. Ciao, ciao.